Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, weiter geht es mit A New Paradise und der Tag ist gekommen. Ich habe den Überblick verloren, wie vierte Folge das hier ist. Aber bis jetzt wieder normal. Hä? Ich bin gerade ein bisschen irritiert, das werdet ihr wahrscheinlich nicht verstehen, aber das müsste die Tola sein, die eigentlich hier zur Schmiede gehört. Bin ich der Meinung. Ich denke mal, ich habe das eben noch gesehen, bevor ich ins Bett gegangen bin, und ich denke mal, das sehen wir dann heute Abend wieder. Mit der jungen Dame hier stimmt etwas nicht. Aber okay, ich werde jetzt noch nicht weiter spoilern. Ich habe das Haus ein bisschen umgestaltet. Du hast ja einen netten Hut, Mister. Ansonsten scheint ja eigentlich alles in Ordnung zu sein. Die Eisengolems passen da ein bisschen auf. Ta-da-da-da. Ich habe das Holz geändert. Und ja, mir ist dann auch aufgefallen, wenn ich jetzt Eichenholz nehme fürs Dach, habe ich Eichenholz, dunkles Holz und Birkenholz. Allerdings gefällt mir das Dach so auch nicht, muss ich gestehen. Das heißt, am Dach werde ich noch mal was ändern. Ja, ich weiß, ich habe da einen Fehler drin. Ich hatte aber noch keinen Hammer. Habe ich jetzt schon einen Hammer gemacht? Nee, ne? Nee, ich konnte keinen Hammer machen, weil ich ja kein Eisen habe. Ach, das war's. Ich erinnere mich. Von daher, aber okay, wir haben erstmal soweit das Dach. Mir gefällt es an sich ganz gut mit dem Eichenholz. Das passt mehr in die Optik hier vom Dorf. Müsste da jetzt theoretisch noch Kobbel mit reinnehmen, aber keine Ahnung. Vielleicht ein Kobbeldach. Die haben alle Kobbelwände und Holzdach und ich mache dann Holzwände und Kobbeldach. Wäre eine Möglichkeit, denke ich mal. Wäre eine Möglichkeit. Überlege ich mir nochmal irgendwann in Ruhe. Wirklich. So. Wir müssen mal. Definitiv müssen wir mal meinen gehen. Es bringt einfach nichts. Achso, ich habe mir die Wege ein bisschen gemacht. Ich weiß nicht, ob euch das eben schon aufgefallen ist. Dass ich da so nett und ohne Probleme einfach hochlaufen kann. Ach, herrlich. So. Hier, wir haben so viel Oakwood Planks. Dann nehmen wir das mal mit. Portigan möchte ich eigentlich ganz gerne hier lassen. So. Eine neue Schaufel wäre noch ganz nett. Haben wir hier noch irgendwo Sticks? Nö. Das ist ja auch fast leer. Dann machen wir das mal ganz leer. So. Dann haben wir das leer. Haben wir hier ein paar Sticks. Und machen noch eine Schaufel. Haben wir auf jeden Fall genug Holz mit und so. So. Futter sollte theoretisch reichen. Aber wir können noch mal ganz kurz was machen. Hier wächst hoch eh so viel. Dann machen wir uns eben noch mal ein paar Brote. Und dann suchen wir uns hier irgendwas in der Nähe, wo wir unter die Erde gehen können, um mal ein bisschen zu meinen, weil es muss definitiv sein, dass wir jetzt mal ein bisschen meinen gehen. Ich brauche einfach mal Eisen. Das kann nicht sein. Wir haben jetzt schon so viele Diamanten und alles, aber wir haben kein Eisen. Das habe ich überall gemacht, hier die ganzen Treppenstufen, auf zu der Seite und zu der anderen. Hier habe ich jetzt noch nicht weitergemacht. Hier habe ich dann aufgehört. Hatte irgendwann auch nicht mehr hatte irgendwann kein... Na, wie heißt es noch hier? Ihr seid aber noch weit hier draußen. Wie heißt denn das Zeug jetzt hier? Gravel! Ich hatte kein Gravel mehr. Huch. Ja, der muss jetzt ein bisschen wieder Biom laden.
Das kennen wir ja schon. Aber eigentlich läuft das mal relativ gut, finde ich. Gibt's hier irgendwo? Da ist eine Höhle. Oder? Das ist keine Höhle. Das sind einfach nur Bäume, die das alles ein bisschen dunkel machen. Man könnte sich ja trotzdem hier reinbuddeln, ne? Ach, guck mal. Ist hier eine richtige Höhle? Au, 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 au. Aua. Aber das ist doch Wasser. Ich bin weg. Ich gehe weg. Da gehe ich nicht nochmal hin. Da gehe ich nicht nochmal hin. Was ist denn das für ein Haus? Das gehört aber nicht zu unserem Dorf, ne? Witchlockwood, yay! Hallo? Kuchen! Jo, läuft! Nehmen wir mit. Ja. Den Bogen können wir gerade nicht so direkt gebrauchen. Aber hier, die Schaufel nehmen wir auch noch gern mit. Bei Greymark. Statistics? Jetzt bin ich ja neugierig, ne? Hey, wir haben eine Hose. Finde ich ja geil. Was ist das hier für ein Buch? Architects Resource Notes. Stonebrick, Cobblestone Logs, Iron Bars, Chests, Map Spawners. TNT, Greymark. TNT, bitte was? Rock-like Dungeons. Ist das hier ein Dungeon? Ist das hier ein Dungeon? Ich glaube, ich möchte doch alles mitnehmen. Wenn das hier ein Dungeon ist, habe ich Angst. Und dann schmeiße ich lieber alles hier in meinen Rucksack. Das ist Light Grey Stained Glass. Ach Gott, warum sieht das Gras so komisch aus? Was ist das? Ah, da kommt das Licht langsam durch. Ich dachte gerade schon, ey, ich... Jetzt habe ich echt ein bisschen Schiss und so. Ich klaue mir hier mal ein bisschen Inneneinrichtung. Hallo? 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 Zug? Hallo? Oh mein Gott! Oh mein Gott, 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 ich bin nach Hause. Ich hab keinen Bock mehr. Das reicht mir. Das reicht mir. Geht's hier auch wieder raus? Dankeschön. Wiedersehen. Ich nehme noch ein Stück Kuchen. Auf Wiedersehen. Alter! Hauptsache steht direkt ein Creeper auf der Treppe. Alter! Gut, dass wir Rüstung haben. Ey, das war jetzt so nicht geplant, ne? Heftig! Ey, jetzt bin ich schon wieder durch, ne? Ich habe eine Reaktionszeit, das habe ich gerade selber gemerkt. Das geht ja gar nicht. Oh Gott. Ich muss mich echt wieder an Minecraft gewöhnen und so. Das
Hat mich gerade sehr fertig gemacht. Wir nehmen jetzt hier ein bisschen Kohle und buddeln uns einfach irgendwo zu Hause selbst ein Loch. Weil wir sind jetzt ja quasi zu Hause, wir können uns auch hier reinbuddeln. Wird ja eh schon wieder Nacht. Erstmal nehmen wir die Kohle mit, weil ich brauche Kohle. Dringend. Kohle hier aber ist. Es wird dunkel. So. Weil es dunkel wird und ich Angst habe, würde ich mir das halt erstmal zu. Wie viel Kohle ist denn hier? Krasse Sache. Richtig nice. So. Als erstes machen wir mal wieder hell. Nachdem ich eben schon halben Herzinfarkt bekommen habe. Brauche ich nie nochmal. Nö, nö. Nö, nö. Muss nie nochmal sein. Wirklich nicht. Alter, hat der Creeper mich erschreckt, ne? Ich hab da nicht mit gerechnet. Ich dachte, es ist wie in dem anderen Ding, ne? Ich laufe bis nach unten. Wahrscheinlich sind dann auch wieder Gitter und so. Aber halt in so einem Haus und dass der direkt da auf der Treppe steht um die Ecke. Ey, da rechnet doch keiner mit. Krass, wie viel Kohle hier ist. Der könnte ruhig noch ein bisschen Eisen mal nehmen sollen. Wir nutzen das hier aber direkt als Vorwand. Dass uns hier nichts auf den Keks geht. So. Sollte vielleicht die Steinaxt nehmen, weil die Eisenaxt werden wir dann noch brauchen, wenn wir härtere Sachen finden. Copper brauchen wir gerade nicht. Interessiert mich gerade echt. Die Bohne braucht Eisen. Ich ärgere mich halt auch, dass der Creeper jetzt natürlich die ganze Treppe zerschossen hat da. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt irgendwelche Eisengitter noch zerschossen hat weiter. Kein Plan. Bisschen doof gelaufen. Bisschen mehr als doof, aber naja. Ich hatte echt so den Gedanken, so von wegen, ach komm, du traust dich da jetzt mal ein bisschen rein und so. Und dann steht der Creeper da und ich so instant, nee, okay, reicht. Ich weiß nicht wieso. Ich bin so ein Schisser geworden, Minecraft. Aber hey, gib mir ein bisschen Zeit, gib mir ein paar Folgen. Ich habe immerhin schon sehr lange kein Minecraft mehr gespielt. Darf man ja auch nicht vergessen. Von daher hoffe ich, dass ihr ein bisschen nachsichtig seid mit mir. Das können wir auch mitnehmen. Ars Magica. Ja, die Anfänge Ars Magica werde ich auch machen. Muss mir aber dafür das wirklich nochmal reinlesen. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht geschafft. Sorry dafür. Ach so, Marble. Ich dachte gerade so, kommt da jetzt Sand? Oh, es leuchtet ganz schön hell, das Abbauen, ne? Vom Shader. Das schon wieder Eisen? Nee, Copper. Aber Kohle. Kohle en masse. Noch ist hell draußen. Noch können wir draußen sehen. Wird sich auch bald ändern. Bald werden wir den Spalt da nicht mehr haben. Kopper, Eis, Kopper. Das Kopper sieht halt auch fast aus wie Eisen. Das ist so ein bisschen fies.
Ja, ich glaube, der Anfang wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, da habe ich mir ein bisschen viel zugemutet mit den Mods, mit diesen Dungeons und so. Ich habe halt ein bisschen Angst, was uns in normalen Höhlen lauert. Da weiß ich nicht. Ich bin halt ein bisschen schreckhaft geworden. Vor allem, wir haben halt auch die ganzen Mo-Creatures-Monster noch mit drin, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Die Fossiliensteine nehmen wir auch mit. So. Hab mal auch schon wieder Spinne gehört. Den Creeper auf der Minimap, das finde ich nicht schön. Und die Spinne halt. Ich höre Wasser. Die ist irgendwo da. Ich schätze mal, wir sind knapp drüber weg. Würde ich mal schätzen, ja. Könnte hinkommen. Wir haben sehr viel Kohle, das finde ich schön. Das ist richtig gut. Also zumindest da sind wir erstmal wieder ein bisschen safe. Jetzt muss ich ja. Jetzt kein Bock hier. Alter! Alter! Ernsthaft? Spiel? Ich glaube, wenn ist das der erste Mod, der wieder rausfliegt, ne? Ich sag's euch. Ich wieder fast einen Herzinfarkt gekriegt. Brauchen Obsidian, ne? Ich will ja Kupfer. Wir brauchen halt wirklich Obsidian. Weil dann können wir ein Enchanting Table machen und so. Aber wir müssen mal gucken. Wir haben ja einen Furniture Mod drinnen, nicht Mob. Ich kann gleich nochmal schnell gucken, ob wir da auch noch Rüstung und Waffen mit reparieren können. Ich möchte eigentlich ganz gerne noch ein bisschen. So, für 27. Wir haben jetzt hier noch keine Höhle gefunden. Es waren welche in der Nähe, aber ne? Man hört wieder Wasser. Und Höhlenöffnung. XP-Büsche. Da ist ganz viel was, das heißt, von da kommt keiner. Und da ist auch unser unwahrscheinlich, dass da jemand kommt. Was denn jetzt schon wieder? Ach, da sind Büsche. Alter, ich bin so schreckhaft geworden. So schreckhaft geworden, ne? Können wir da bitte wieder rauf? Dankeschön.
XP-Büschel nehme ich gerne mit. Da haben wir sogar Gold. Sehr cool. Ist ein bisschen schwierig mit dem Shader, mit dem ganzen Wasser zu erkennen, was hier was ist. Wir haben hier, ah nee, Vulkanikrock. Ich dachte gerade schon, das ist Obsidian. Ist es nicht? Na gut. Dann halt nicht. So. Ich weiß jetzt nicht, ob Tag oder Nacht ist. Es ist Tag, okay. Ah, das nehme ich gerne mit. Sehr gerne. Können wir mich zu Hause anbauen. Das kommt. Also eigentlich kann uns jetzt hier gerade ja nichts angreifen. Deswegen. Kommt alles mal in den Rucksack. Sollte mir mehr Rucksäcke machen. Rose Gold. Lapis. Lapis brauchen wir auch. Für Verzauberungstische. Definitiv. Minecraft Comes Alive hat Rose Gold. Okay. Davon wusste ich noch nichts, aber okay. Aufgang ist auch gemacht. Nehmen wir das Rose Gold halt auch noch mit. Okay, so viel dazu. Nein, ich hätte. Hätte mir das vielleicht ein bisschen besser einsparen sollen. Naja. Zwei Iron Ore. Achso, ich habe jetzt ja. Ja, ich habe es ja gerade in den Rucksack gefahren. Getan. Gefahren. So. Oh Gott, das macht mich voll nervös hier, ne? Wir haben 13 Eisen. Und wir haben hier noch mehr Eisen. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 21 Eisen ist schon mal eine gute Ausbeute. Hier ist ja sogar noch mehr. 22. 23, 24, 25. Wenn man bedenkt, dass ich jetzt ja schon hier eine rüstende Hose habe. Ich weiß nicht, ob das Leder ist oder sonstiges, aber. Armor Level 0, okay. Er hat Protection 2 drauf, also. Ich habe keinen Plan. Ich habe voll keinen Plan. Kriege ich das mit Stein? Yay, Glück gehabt. Nehme ich mir auch mit. Einfach auch nur, weil die müssen uns sauber machen. Ich dachte gerade, ne? Das ist so dieses typische. Ne? Topaz und von Ars Magica und Diamanten ist so fies. Es ist einfach so fies, das auseinanderzuhalten. Aber ich glaube, das ist hier eigentlich eine ganz gute Höhle. Wir könnten noch mal einen Ofen aufstellen, ne? Das mache ich mal gleich. Was ist das? Ventium? Oh, okay. Vieles ist für mich neu. Also wieder neu, weil es einfach viel zu lange her ist. So. Zack, 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 zack. Kann auch gleich das Gold schmelzen, finde ich gut. Ich habe mich ein bisschen Angst. Eisen, Tin, Marble. So viel Kram, so viel Kram. Greymerk. Ich frage mich, was es mit dem Haus auf sich hat, ne? Ganz ehrlich. Ja, feier mich halt, weil ich wieder was erreicht habe. So.
das ein... Das ist ein Holzschwert, ne? 4 Attack. Das hat... Das Holzschwert bringt mir leider nicht sehr viel, weil es ist halt ein Holzschwert. Da habe ich nicht drauf geachtet. Wichtig ist halt, dass wir ein Goldschwert in der Leiste haben. Weil ich habe Angst, wenn wir dann noch doch mal Nacht haben sollten. Hauptsache, mein Minecraft hängt sich wieder auf. Ey, ich fasse es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber da beenden wir jetzt die Folge. Ist sowieso schon viel zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn das so ist. Oder schreibt einen Kommentar. Darüber freue ich mich sehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, eure Alkira.